Jo, servus, sind wir mal wieder. Weitere Folge Kingdom Come Deliverance. Heute könnte es eine längere Sitzung werden. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Ist jetzt Folge 29. Müsste es sein. So, Controller wäre noch von Vorteil, wenn ich den hätte. Und dann schauen wir mal ins Questlog. Wir müssen immer noch die Banditen aufspüren. Genau, Rotschopf fast letztes Mal Neuhof die Geschichte. Das Liebeswärme haben wir immer noch von Theresa. Die Geschichte im Kloster mit dem Steinbruchunfall. In Gottes Hand ist noch offen im Kloster. Arbeit zu beschaffen für Matthäus und Fritz. Optional Theresa von den zwei Grüßen. Das Lager hier ausräumen. Dann von Burgerin Stefanie von Tallenberg den Schmuck klauen. Aber wir mussten doch. Haben wir nicht irgend so ein hinkender. Der hinkende Heinz das letzte schon mal gehabt? Spüre die Banditen vom Überfall auf das Neuhofer Gestüt in Uschütze auf. Ah, der hinkende Heinz wohnt in Uschütze, so rum. Ich wusste doch, was mit dem hinkende Heinz war noch. Ich würde aber sagen, damit wir den Frust am Anfang direkt weg haben, schnappen wir uns das Lager hier unten. Ausrüstungstechnisch müsste eigentlich alles passen. Wir schauen aber trotzdem mal rein. Wir haben unser Rüstzeug an. Es scheint auch alles in Top-Zustand zu sein. Ebenso die Waffen. Traum. Was man noch machen könnte, wäre noch eine Schatzkarte für ein Kurzschwert. Die könnte man nicht vorne weg machen. Wir machen erst die Schatzkarte. Gibt es hier oben in Neuhof zu kaufen? Irgendwo im Wald sollte ein Alchemiestand. Sein. Genau, ein Alchemiestand. Das kann ja nur der hier dann sein. Gehen wir uns da mal hin. Ja. 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 Und die Alchemie-Tante, Name, Ja. whatever, verkauft uns eine Ja. Karte und mit der Karte findet man Kurzschwert. Ja. Kräuterkundler. Oh, das sieht doch gut aus. Kräuterkundlerin, da haben wir Sei sie gegrüßt. doch. Was? Lass uns handeln. Schatzkarte 13. Ich schau mal nur schnell nach, ob es auch stimmt. Wo ich da irgendeinen Quatsch kaufe da. Wobei die kostet 94,6 Groschen. Das hält sich, glaube ich, in Grenzen. So. Yep, das ist so.
Also Trank des Verderbens. Dieser Trank verursacht starke Übelkeit und massive Gesundheitsschäden, die im Tode münden. Das wäre jetzt so ein klassischer Trank, um ein Lager zu vergiften. Das, was wir, glaube ich, vor 2 Folgen hatten. Da hätte man ja das Trinkwasser vergiften können. So mit Trank können wir den Spaß machen. Würde ich sagen, nehmen wir mal 2 mit. Gräser und Kräuter. Das Buch können wir auch mal einsacken. Die Schatzkarte, was hat sie denn noch so am Start? Verbände können wir immer gebrauchen bei unserem Spielstil. Gut, ein Haufen Rezepte halt. Liebestrank. Wer die Liebeskunst meistern will, muss sich Wissen über die Liebe und das andere Geschlecht aneignen. Wenn es jedoch am Talent und Attraktivität mangelt, bringt auch Wissen nicht viel. Dieser Trank gleicht derartige Mängel verlässlich aus. Alles klar. Dann hätte man hier einen Gifttrank. Eine Salbe. Eine Wundersonde. Das. Das hört sich an gut. Rezept für Salbe. Alkohol, lass mal lieber die Finger. Das wäre die Salbe dazu. Linder Gliederschmerzen, 10 Minuten die Agilität und Verteidigung. Nee, dann ist doch nicht das, was ich gedacht hatte. Dann schmeißen wir das mal wieder raus. Ich würde mal sagen, so kommen wir mit der falschen auf 500. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir es. Das heißt, wir steigen mal bei 460 ein. Weil du es bist. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Hö. Und geht die so fix runter? Bei dem Betrag kommen wir zusammen. Okay. Das waren jetzt 460, 70. Ja. Wieso nicht? Die Schatzkarte. Die ist von Rattay nach Neuhof hier hinten irgendwo in der Pampa. Werden wir schon finden. Gras, Gräser und Kräuter, das können wir uns mal reinpfeifen schnell. Dann haben wir das auch hinter uns und können hier das quasi schon wieder verkaufen, das Buch. Fortschritt 83. Ja, spring auf. Wir haben es gelesen. Verbände haben wir, glaube ich, mehr als genug mittlerweile am Start. Wir haben auch noch einen Kommunionskelch hier, sehe ich gerade. Ich glaube, wir müssen mit dir nochmal handeln. Möge Gott dich. Lass uns handeln. Würde dir gerne etwas verkaufen. Ah, die nimmt das gar nicht, alles klar. Da müssen wir es wohl anderweitig loswerden. Allmächtiger, siehst du nicht, dass die Leute sind? Dein Gaul hätte mich fast totgetrampelt. Ja, komm, alles gut mit dem Pferd. Halt ein bisschen scheu. So, die Karte war jetzt irgendwo da. Am Fluss unten sind kleine Hügel und oben ist schon eine Kuppe und es sieht aus wie ein kleines Dorf, einzelnes Haus, irgend sowas in die Richtung. Würde man auf der Karte schwer tippen. Wir bewegen uns irgendwo in dem Bereich da. Irgendwo hier. Passt zu der Klippe. Zu den kleinen Hügelchen. Gut, der Schutz noch nicht aufgedeckt hier hinten.
Was würde es dann bringen? Nach Neuro wäre definitiv einen Vorteil zu reißen. Und von da kommen wir dann weiter. Dann kommen wir wieder an den Köhlern vorbei. Das ist ja die Strecke, die wir zu den südlichen Köhlern genommen haben, als wir... Na, sagt schon. Brotshop gesucht haben. Das ist eigentlich da traurig. Der Nachbar ist den ganzen Tag schon am, was weiß ich was, verladen hier. Keine Ahnung, was der da vorhat. Was denn jetzt eigentlich? Gefühlt war ich hier, glaube ich, schon mal mit euch. Beide Mai war hier mal im Wald rein. Das könnte schon sein. Waldgarten. Das könnte das Kuhkaff sein. Da liegt jemand. Der ist leicht tot. Schloss knacken leicht. Okay. Ah, edles Schwert, da haben wir es doch. Wir haben edle Stiefel. Ein edler Kürass, flink wie ein Wiesel. 349, ja, sagen wir 250 Groschen. Rezept für Elixier des Aesop. Ein Rezept aus dem geheimen Wissenschaften der Araber, das ihnen den Umgang mit Tieren erleichtert. Der Wohlgeruch der Substanz hat auf Pferde und andere Tiere eine beruhigende Wirkung und führt sogar dazu, dass Hunde nicht bellen. Okay. Und ein Würfel für ungerade Zahlen. Okay. Gut, gut. Jo, das hat hier einwandfrei. Von der Beschreibung war das jetzt zu finden, ohne großen Stress. Jetzt muss ich nochmal kurz hier was nachschauen. Ober, es sieht gut aus. Ja. Jetzt können wir uns eigentlich zum Lager aufmachen. Also erstmal eine Schnellreise wieder zurück. Wo haben wir dann? 19 Uhr, ne. Da brauchen wir nicht mehr nach Rattai rein und Stuff verkaufen. Das machen wir dann am Folgetag. Hier ist so ewig. Ja gut, das ist durch das Tor durch wahrscheinlich. Je tiefer Sinn wird die Animation schon haben, dass sie langsamer wird.
So, der Müller ist ja auch am Start. Per Check. Der Inventar war, meine ich, sauber bei uns. Schauen wir uns erstmal das Schwert an. Kurzschwert. Genau, und dann haben wir jetzt ein Langschwert, ein Kurzschwert. Eine Axt und einen Streitkolben. Da haben wir doch auch diesen edler Kürass. So, den können wir gleich vertickern. Für 2,5 hat er einen Wert. Die edlen Stiefel. Gut, sie machen statt 19, 20 Charisma. Man müsste es in Kombis sehen. Mal alles raus hier. Und auf unser Edeloutfit wechseln. Mal die edlen dunklen an. Nee, die passen nicht. Charisma wird es auch hinten nichts ändern. Wir werden nur auffälliger dadurch. Was jetzt aber nicht schlimm ist. Das heißt, wir können uns die auch schenken und verkaufen. So einen roten Spitzhut haben wir noch nicht aufgehabt, genau. Nee, die passen nicht wirklich dazu. Das passt nicht. Also ich finde, es passt nicht. Jetzt ändert sich nur noch die Sichtbarkeit. Nee. Die können weg. Was haben wir denn noch geholt? Das zum Verderben, genau. Gift, das hat der Tod in der Hand gehabt. Dörrfleisch haben wir noch. Und waffentechnisch hier ist das eigentlich gut aus. Kam auch rüstungstechnisch noch irgendwas dazu. Silberring hätte man noch 4 Stück auf Lager. Die könnte man auch noch wegschaffen. Das heißt, wir gehen auf... wir lassen uns Edeloutfit an. Wir gehen eh nach Sasau. Nach Hatay. Entschuldigung. Nach Hatay rein. Am Morgen. Was haben wir denn noch in der Kiste liegen? Ja, noch die uralten Schatzkarten. Aber wir schlafen und speichern mal. Bis... ach, können wir ruhig mal länger, bis um 8 morgens. Wir in Hatay oben sind. 19, ja, das geht sich aus. Müssen eh auf die Nacht wahrscheinlich warten. Mit dem Lager drüben. So, nehmen wir da mal einen Happen noch raus. Wenn man dann drauf hat halt 80, jo, ist ja gut aus. Da mal hoch. Lust auf eine kleine Wette fürs Rataya-Turnier? Nee. Ja. Noch sind wir nicht im Glücksspiel verfallen. Ja. 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 Oh, das muss so wenig wie möglich hier ankrempeln. Ja. Jo, das sieht doch gut aus. Ich bin mal gespannt, wie viel wir bekommen. Zwiebeln, die die Stadt, wenn er zum
Der ist natürlich noch nicht da, der Rüstungsschmied. Jetzt aber. Schön, dich zu sehen. Reparatur, ne, da hatte man nichts. Lass uns handeln, verkaufen. Er sieht schon hübsch aus, der edle Kürass. Aber halt schlechter als die gefärbte Mailänder. Deswegen kommt es auch weg. Und die edlen Stiefel kommen weg. Die vier Ringe können wir auch weg, zack. Leisteträder, schwarz-rot, Spitzhut. Leicht getiert. Das ist die für einen Kampf, das ist die zum Klauen. Haben wir, glaube ich, alles. Er würde uns geben 1,3. Ja, da sind noch bestimmt 1,5 drin. Lass uns über den Preis. Ja, da ist mehr drin. 1,6. Was sagst du dazu? Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Okay, er kommt uns schon mal schwer entgegengeschossen. Einverstanden? Oh. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Ja, das sollte passen. 1,520 waren es jetzt. Gut. So, und dann geht's zum... Eier, Salz, Hefe. Knetet alles zu einem Teig. Zu dem Lager rüber. Ja. Dann haben wir nämlich die Frischmission hinter uns. Die machen aber auch keinen Platz hier, die Leute. Große Quizfrage, wie kommen wir da hin? So schon mal nicht. Das Pferd da unten leicht verpackt. Pferd. Pferd. Da ist doch wieder. Perfekt. Ja. Schauen wir mal auf der Karte. Jo, einfach den Weg entlang reiten. Ja. Ja. Hier links halten und die nächste rechts. Ja. Oh, ist das ein Bildstock? Ja. 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 Nest entdeckt. Ja. Das sind wieder Köhler, würde ich mal schwer behaupten. Jo. Sehen aus wie Köhler. Wir müssen jetzt irgendwie über den Fluss drüber. Ich habe das doofe Gefühl, wir müssen wieder zurückreiten. Ja. Okay, das Pferd da durch. Ach, Mist, ich wünschte, ich könnte schwimmen. Nee, kann nicht schwimmen, das Pferd.
Ja. 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 Nee. Dann nehmen wir doch direkt die Schnellreise rüber. Das wird so, glaube ich, nichts. Können wir aber auch eigentlich eine Schnellreise nach Sasau machen und den Bereich hier unten mal ein bisschen entdecken noch. Das ist schon noch völlig grau. Bewaffnete Bauern meiden. Dann machen wir uns mal parat für die Bauern. Edle Rote kann raus. So sind wir doch parat. Was hast du hier zu suchen, du Mistkerl? Du bist nicht von hier, das sehe ich. Hallo? Komm her, du Weib. So. Wie wählt denn der aus? Jetzt ist er down. Der dritte, der kriegt hier rum. Ach, geh her. Ja, schick zurück. Zack. Räumchen. So, wir hätten natürlich unseren Pfeil, bitte. 18 Groschen, oh mein Gott. Brezel, die Karotte und das Drogenhaupt können wir uns gleich reinpfeifen. Der hat 14 Groschen, auch nicht besser. Drei Pfeile, Trockenobst und Pilze. Ich glaube, die sind eher mittellos. Groschen. Pfeil, Brezel, Apfel. Recht lohnt sich nicht. So, pfeifen uns das mal alles rein. Jo, haben wir es doch. Und weiter geht die Reise nach Sasau. Wobei, ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, dass wir hier zum Stehen kamen. Dann könnten wir hier direkt runter. Jetzt wieder zurückreiten. Einfach Richtung Süden an den Punkt. Ja. Wir haben jetzt ein Lager entdeckt. Holzfällerlager. Okay. Ja. 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 Einfach mal hier runter. Gucken, ob wir da weiterkommen. Oder ob da auch wieder. Erstmal ist ein Alpha-Busch im Weg. Jagdgebiet Rehe. Haben wir entdeckt. So, und hier haben wir jetzt. Okay, hier haben wir auch einen Fluss. Kommen also auch nicht weiter. Das heißt, wir müssen den Weg wohl nehmen. Jo,
Dann gehen wir nach Ledechko. Und von Ledechko aus dann rüber. So. Dem Punkt. Das müsste doch sein. Ja. 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 Ich glaube, hier ist immer falsch. Pferd steckt auch schon wieder fest. Was ist da nochmal über den Fluss? Ach, hier steht Bogen. Bogengeschichte, genau, da ging es über den Fluss. Greifen wir das Pferdchen mal bei. Ja. Und probieren es da. Ja. 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 Dann hat sie jetzt gesagt, ja. Geradeaus halten. Leicht rechts. Ja. So Beete? Ja! So treppenartig. Oh, was haben wir hier? Ein Hochsitz? Jo, Tatsache, ein Hochsitz. Hat der eine... Ah, leider keine Leiter, so wie es aussieht. Ne, schade. Ja! 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 Hier haben wir ein Holzfällerlager. Ja. Muss man auf dem richtigen Weg sein. Jo, sind wir auch. Da halten wir uns jetzt hier links. Ja. Ja. Da will schon jemand mit uns kämpfen, da hinten dran mit Hund. Hier vorne ist auch irgendwas. Hier mal ein Sühnekreuz. Ganz klar höre ich mir die Gegend gerade nicht mit dem Vogel, der das so schreit. Gehen wir mal lieber zu Fuß weiter. Ist ja... Jo, laufen wir direkt drauf zu. Uhrzeitentechnisch. 15 Uhr, jo. Geht also Richtung Abend. Komm mal pünktlich. Das könnten sie doch schon sein. So. Meinst du alles? Ah, wir haben noch den Ding auf.
Kettenhaube und Kettenhemd. Deswegen haben die Werte nicht gepasst. Jetzt sieht's doch gut aus. Das scheint das Lager zu sein vor uns. Würde ich sagen, ziehen wir uns mal zurück und tacken und spulen weiter vor in der Hoffnung, die pennen. So, nur einer rumläuft, wie drüben auch an dem anderen Lager. Ne, die sind immer noch wach. Machen wir auf halben 10. Jetzt sieht's doch gut aus. Da ist noch einer wach. Den schnappen wir uns. Oh, halt, da schon zweiter. Und dritter ist wach. Ist da jemand? Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Rennt er denn jetzt hin? Zu den Waffen! Hier! Ah. Na, komm her. Ah. Ah, der Faustkampf funktioniert echt noch am besten. Das ist jetzt unpraktisch, dass du hier runterrutschst. Bleibt er da liegen? Hoffe doch. Plündern. Das Ohr nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Schneidersatz können wir mitnehmen. Die Groschen definitiv. Und dann Nahrung, nur zwei Äpfel. Die Waffen sind crap. Die Rüstung. Oh, warte mal. Kurz. Müsste aber die sein, die wir schon haben. 24, 22, schau mal gleich mal an. Jo, das steht, die wir schon haben, dann können wir sie wieder verschieben. Der Rest ist Schrott, was er hat, jo. Dann laufen wir wieder hoch zum Lager. Da hoppelt was. Ah, da hoppelt ein Hase. Der hat jetzt zwar hier rumgebrüllt und so weiter mit Alarm, Alarm, aber... irgendwie scheinen die... der sitzt auf jeden Fall mal ganz entspannt hier. Schiebt einen ruhigen. Komm mal an den dran. Oder so irgendwie. So, nehmen wir mit den goldenen Kelch, die Groschen. Und hat ja auch nichts von Wert. Da haben wir den nächsten. Zu den Waffen! Hier rüber! Nein, sowas. Alarm! Huh.
Ja, einfach verprügeln. Da ist noch schön Pfeil rein. So, nehmen wir mit den Apfel, die Groschen, den Verband und unseren Pfeil. Rechte ich auf, wieder sowas von Crap. So, Pfeil wieder weg und weiter geht's. Ich glaube, es gibt keinen mehr zum Alarm schlagen. Grüß dich, Sora. Ja, wir heben gerade das zweite Lager auf. Das ist eine offizielle Mission, ja. Das, wir machen das nicht aus Vergnügen oder sonstige Dinge. Wir machen es in offizieller Mission. Und von ganz oben ist das abgesegnet, die Veranstaltung hier gerade. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Na komm. Ach komm, hör auf mit deinem Schwert jetzt da. Komm. Och nö. Komm her. Aua. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem eventuell. Ich werde dich finden, du elender Hund. Ach Gott, die sehen uns hier schon gar nicht mehr. Ist das geil. Die sehen uns hier schon gar nicht mehr. Ist die Ausrüstung geil. Ich werde dich finden, du elender Hund. Die ist ja echt ein Träumchen. Offizielles Töten, genau, mit Genehmigung. Also haben wir uns jetzt wieder gerettet für einen Moment. Ich sehe jetzt nur noch die zwei hier. So, was machen die jetzt? Die legen sich wieder pennen. Ja, pff. Ihr habt auch keinen Bock mehr, gell? Ja, und das war auch der Anführer. So, nehmen wir mit die Sporen als Quest. 1,3 Groschen. Jo, wie abgerockt bist du denn? Aber Kettenbeinlinge für 1k an. Alles klar. Die nehmen wir mal mit. So, was hat der hier? Den konnte man ja eben aus Gründen nicht plündern, gescheit. Nö, haben wir schon. Der hat gar nichts gehabt. So, wie sieht's mit dir aus? Krieg ich einfach so einen Pfeil in irgendwo rein. Das Ohr nehmen wir mit. Groschen. Schmiedeset. Silberpfeil und unseren verbesserten Spitzpfeil, bitte. Der Rest, jo, kann er behalten. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas? Eine Truhe oder so? Hm, erstmal essen. Der schläft nun länger, genau, so kann man es auch sehen. Der ist quasi aus dem Schlaf erwacht, um länger nochmal zu schlafen. Geht ja vielen umgekehrt, dass wenn sie nachts aufwachen, dass sie dann immer einschlafen. Der konnte relativ zügig wieder einschlafen. Und der, sagen wir mal so, er entspannt sich länger. Frisch dich. Kann jetzt sein, dass die keine Truhe hier haben. Doch, da. Mit schwer gewundert, wenn die keine Truhe hier hätten. Weil wenn der Anführer nur 1,3 Groschen hat, dann ist das Ganze schon abgerockt. Kommunionskelch, jo, da liegt so 117,5 Groschen, kann man nochmal mitnehmen. Der Silberkelch geht auch immer.
Jo, das Lazarus nehmen wir mit, den verzierten Silberkelch. Vera-Schild. Boah. Why not? Why not? So, mal das Pferd, das steht da schon parat, aber ich glaube, da war nichts mehr. Das war jetzt die Kiste hier. So, den haben wir schon geplündert, den auch. Jo, dann können wir eigentlich... Müssen wir den Bericht erstatten da oben? Ich würde sagen, wir gehen zur Mühle und machen auch mal ein kleines Nickerchen, bitte. Ist ja auch schon nach 12, ja. Echt komisch, wie dieses Pferd als da steht, um 180 Grad gedreht zur Mühle. Naja. So, schauen wir uns ein Inventar mal an. Wie sieht's denn da aus? Gilt da irgendwas als geklaut? Hier bestimmt nicht. Das sieht auch sauber aus und die Rüstung. Das sieht auch gut aus. Ich glaube, wir müssen wesentlich mehr mit diesem Schleichmodus da arbeiten. Das kommt mir auch mehr entgegen wie dieses brachiale Haut drauf. Definitiv. Jetzt mal auch mal noch ausprobieren könnten, wer die Kiste in Ratai oben. Die eine. Die wird mich richtig mal reizen in dem Wachturm drin. So, gekocht die Alt oder was? Mm-mm. Ja. Dann gehen wir mal in die Stadt. Ja. 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 Nur aufpassen, dass wir nicht einen falschen Stuff wieder verkaufen. Ja. Ja. Ich glaube, wir schauen uns das nochmal an mit der Truhe. Ja. Irgendwie reizt nämlich die eine da oben in Ratai, ja, im Wachturm. Ja. Zwar war die hier hinten hoch. Da, wo wir die Ausrüstung bekommen haben. Oh, für die Stadtwache. Ja. Ist das hier irgendwo? Da kommt er doch, der Wachturm. Ja. Es war nicht das hier unten, wo dauerhaft die Leute drin saßen, sondern die hier oben, wo eigentlich keiner unterwegs war. Die hier. Da. Geh auf. Jo, sieht aus, als wäre keine Wache da. Moment, Spiel speichern. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Oh. Hey du, halt! Ja klar. Was schummelst du an dem Schloss darum? Das wird teuer. Du wirst lernen, dass wir fliehen, weil wir es eh wieder neu laden. So. Also kommt da wohl eine Wache um die Ecke. Da ist sie doch.